Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch erzählen, wie ihr an alle Goldwerkzeuge rankommt, beziehungsweise was ihr tun müsst, damit ihr sie erhaltet. Vorab möchte ich einmal sagen, die Goldwerkzeuge in Animal Crossing New Horizons gehen auch kaputt. Das heißt, ihr erhaltet mit den folgenden Tipps, die ich euch gleich geben werde, nur die Bastelanleitung für die Werkzeuge. Es kann sein, dass ihr euch die Werkzeuge sogar mehrmals craften müsst, da die Werkzeuge auch zerbrechen, wie jedes Werkzeug in Animal Crossing New Horizons. Jedes Goldwerkzeug wird mit dem normalen Werkzeug gecraftet und einem Golderz. Daher ist es ratsam, dass ihr euch das Golderz sammelt und hortet und nicht verkauft. Es kann zwar für 10.000 Sternis verkauft werden, aber sammelt es lieber. Somit könnt ihr euch nämlich einen reichlichen Vorrat schaffen, falls ihr die Goldanleitung bekommt. Wie ihr Golderz findet, ist eigentlich ganz einfach. Sie sind zwar etwas seltener, aber ihr findet sie so wie auch Eisenerz, Lehm und Stein in Steinen. Einfach öfter euer Glück probieren, auf Meileninsel fahren und ja, mit etwas Glück findet ihr da auch Golderz. Die Goldaxt. Die Goldaxt erhaltet ihr, wenn euch 100 Äxte zerbrochen sind. Mein Tipp, es zählen auch Wackeläxte dazu. Daher craftet euch einfach ganz viele Wackeläxte oder kauft sie bei Map und Schlepp im Laden und hämmert dann einfach auf die Bäume ein. Das dauert zwar auch etwas länger, aber das sollte fast in einem Tag machbar sein. Ihr müsst halt relativ viele Äxte craften und eine Wackeläxt hält ungefähr 30 Schläge aus. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, wie lange das ungefähr dauert, aber mit ein bisschen Motivation schafft ihr das an einem Tag. Und dann, wenn die 100. Axt zerbricht, erhaltet ihr einen Geistesblitz und eure Figur erlernt das Rezept für die Goldaxt. Die Goldschaufel. Die Goldschaufel erhaltet ihr, wenn ihr 30 Mal, ja wirklich 30 Mal, der gestrandeten Möwe am Strand helft. Gulliver wird euch damit beauftragen, euch zu helfen und die 5 Fernsprecherteile zu finden. Die werden irgendwo am Strand verteilt sein. Normalerweise gibt es relativ viele Teppichmuscheln am Strand. Aber wenn Gulliver da ist, ist eine sehr hohe Chance da, dass es Fernsprecherteile sind. Ihr seht es daran, dass Wasser aus dem Sand spritzt und dort an der Stelle müsst ihr graben und wahrscheinlich werdet ihr dann diese 5 Fernsprecherteile relativ schnell finden und müsst ihr dann Gulliver zurückgeben. Das Ganze müsst ihr dann 30 Mal machen. Das Problem ist, Gulliver ist nicht jeden Tag da. Es ist zufällig, wenn er da ist. Daher wird es eine sehr langwierige Aufgabe sein, die Goldschaufel freizuschalten. Die Goldgießkanne. Diese Anleitung erhaltet ihr von Melinda, wenn ihr das 5-Sterne-Image erreicht. Dafür müsst ihr mit Melinda reden, sie wird euch meistens sagen, beziehungsweise immer sagen, was eurer Stadt noch fehlt. Es gibt auch bestimmte Anzahl und Angaben im Internet, wie viele Blumen man braucht und wie viele Bäume man braucht. Ich bin mir da aber nicht ganz so sicher, ob das so stimmt. Hört einfach darauf, was Melinda sagt. Wenn sie sagt, dass noch mal mehr Bewohner einziehen müssen, dann müssen noch mehr Bewohner einziehen. Wenn sie sagt, dass noch mehr Bäume und Blumen gepflanzt werden müssen, dann pflanzt noch mehr Blumen und Bäume. Und wenn sie sagt, dass noch mehr Dekorationen platziert werden müssen, dann platziert einfach noch mehr Dekorationen. So habe ich das gemacht. Bei mir haben am Ende noch Dekorationen gefehlt und ich habe einfach wild irgendwelche Möbel in der Gegend aufgestellt, bis ich das 5-Sterne-Image erreicht hatte. Und nachdem ich die Anleitung bekommen habe, habe ich die Möbel einfach wieder weggemacht. Das ist eigentlich nicht so schwer. Ihr müsst einfach nur darauf hören, was Melinda euch sagt. Die Goldschleuder. Die Goldschleuder erhaltet ihr, wenn ihr 300 Ballons abgeschossen habt. Das könnt ihr daran festmachen, in euren Meilen habt ihr ein Achievement, das nennt sich Ballonschütze. Dort wird gezählt, wie viele Ballons ihr schon abgeschossen habt. Und das letzte Achievement wird sein 300. Das heißt, wenn ihr das erreicht habt, wird irgendwann auf eurer Map, beziehungsweise relativ zeitnah, ein goldener Ballon auftauchen. Und in diesem goldenen Ballon befindet sich dann die Anleitung für die Goldschleuder. PS, übrigens, jetzt gerade beim Osterevent könnt ihr sehr gut Ballons farmen für die Goldschleuder. Aber ich glaube, das wisst ihr auch selbst. Noch eine kurze Anmerkung, der Bug, dass nach dem Erreichen der 300 Ballonmarke keine weiteren Ballons mehr auftauchen, wurde mit dem Update 1.1.3a behoben. Die Goldangel. Um die Goldangel zu bekommen, müsst ihr, man kann sich fast denken, alle Fische fangen. Wenn ihr das gemacht habt und alle Fische dem Museum gespendet habt, erhaltet ihr einen Brief mit der Anleitung der Goldangel. Der Goldkescher. Wie auch bei der Goldangel müsst ihr alle Insekten fangen und dem Museum spenden. Danach erhaltet ihr auch wieder einen Brief mit der Anleitung für den Goldkescher. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, wie ihr schneller an die Goldwerkzeuge rankommt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!